Weiter geht es mit einer neuen verseuchten Folge der Callisto-Protokoll. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, ich bin leider immer noch komplett erkältet, das tut mir super leid, die Folgen sind ein bisschen kurz, aber ich will nicht, dass ihr leer ausgeht. Bringt uns an die Oberfläche. Ja, Synchro ist immer noch on point. In der letzten Folge gab es einen heftigen Bossfight und irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen hier auf der Plattform überleben. Dass wir hier ein bisschen survivalen müssen. Okay, sie dreht voll durch. Oh Mann, so schnell? Hey! Scheiße. Okay, komm schon. Hoch mit dir. Alles wird gut. Das ist unfair. Mist. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Nein, das wird nicht passieren. Hey, wir kriegen das hin. Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wardens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. Okay. Los jetzt! Hoch mit dir! Alles gut? Vorerst. Die wirst du brauchen. Okay. Wir sind fast da. Okay, die Verwandlung geht aber verdammt schnell, ne? Eben noch angesaugt, schon halb verwandelt. Ich kenne das hier nicht. Wo sind wir? Finden wir es raus. Keine Ahnung, wo wir sind. Was haben wir denn gefunden? Ich weiß es gar nicht. Alex? Sie haben uns gesagt. Nein, das haben wir schon gehört. Meine Geduld ist am Ende, Maler. Es sind jetzt schon fast 6 Monate. Ich bin kurz davor, Cole. Die Biophage zu verstehen, um sie wie Subjekt Null zu nutzen. Ich brauche nur mehr Zeit. Nein, was auf Europa passiert ist, war eine Tragödie. War eine Erleuchtung. Okay, der Typ ist total besessen, aber ich glaube, das war's, ne? Also ich kann mich an das zumindest schon mal nicht erinnern. Apropos, haben wir noch Heilung? Yo, wir haben noch genug Heilung. Ah, jetzt hab ich's wieder weggeschmissen. Oh, immer dieses Sturz. Na, Heilung geht ja auch so. So, Papa ist wieder fresh in der Buchse. Okay, da drüben ist eine Forge. Aber sonst nichts. Ah doch, warte, hier. Ah, hier wäre nochmal Heilung gewesen. Ja, ein bisschen spät, ne? Bitte treffen Sie eine Auswahl. Also, du. Und... ja, wir sparen auf die letzten Handschuh-Upgrades. Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir das so machen. Ja, bei dem Spiel fehlt einfach so ein bisschen der Feinschliff. Leider. Weil ich finde es gut. An sich ist es ein gutes Spiel. Ich hoffe, es verkauft sich dennoch gut, findet dennoch genügend Anhänger, damit wir einen Teil 2 bekommen, eventuell, der halt dann wirklich mit ein bisschen Schmackes dahinter ist. Das gab es schon öfters in der Videospielhistorie. Teil 1 ist so, ja... und Teil 2 ballert dann. Das Gefängnis läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Hab's gleich. Warte, können wir nochmal zurück? Oh, wir können nicht zurück. Er ist auch echt asozial. Du findest Geld. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür.
Sturmgewehr. Du findest Geld, du findest einen Bauplan, aber kannst halt nichts machen. Mies. Absolut mies. Häftling, zurück in die Zellen. Nein. Was passiert hier? Halt! Stopp! Nein! Dani, kannst du mich hören? Dani? Oh, soll das ein Witz sein? Wieder ganz am Anfang. Verdammt, was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie! Marla! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Boden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Alter, wirklich? Ja, wieder bei Anfang. Und wir sind wieder bei Null. Ich öffne Ihnen den Durchgang. Und wie viele Viecher rennen hier rum? Gar keine. Alles wurde gesäubert? Naja, ich meine, Maschinen können nicht infiziert werden, sind natürlich perfekt. Die fetzt du einmal schön durch, da hast du Ruhe, ne? Oh Gott! Auch noch du! Wie jetzt? Da war nichts drin, außer eben die kleine Made. Ein Forge oder so war hier oben jetzt aber auch nicht, ne? Nee, leider nicht. Aber hier. Okay, perfekt. Einheit online. Sturmgewehr. Haben wir Bock auf ein Sturmgewehr? Wo ist das denn? Ja, komm, Taui. Let's go. Noch Montage. Mehr Munition. Montage. So viele Waffen, die ich mit mir rumschleppe. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Ja, komm. Macht ihr mir dann auch direkt das Magazin voll? Bin ich ja mal gespannt. Qualitätsprüfung bestätigt. So, dankeschön, kleiner Freund. 20 Schuss ist aber nicht voll. Okay, Batari. Warte. Dankeschön. Leben? Was hab ich denn? Achso, ja klar, der Sauger. Der kleine Sauger, der raubt ja auch nochmal Leben, was voll assi ist. So eine Kiste ist halt einfach nur eine Niete. Der Nacken juckt. Revolver. Oh shit. Oh, was ist das? Bestimmt nicht blind. Oh nee. Oh, wow.
Ausgerechnet du jetzt nochmal hier. Gib mir. Er hat nicht gewechselt. Warum? Okay, warte. Noch ein bisschen Distanz. Yes, baby! Okay, er macht die nächste Runde. Renn, renn, renn! Was? Alter, ein Hit und du bist direkt tot. Das ist halt immer so räudig. Warum kann er denn nicht rennen, der Dude? Ab und zu ist irgendwie der Impact nicht richtig. So, jetzt rennst du hier wieder eine Runde. Nochmal eine Runde. Ich habe noch zwei Schuss. So, meine ganze Munition frisst das Vieh jetzt wieder, oder was? Geht da down? Okay, wo ist er? Hier drüben. Renn! Bitteschön. Alter, come on! Nö, der sagt einfach so, ist mir völlig egal. Schieß deine Bonbons da drauf. Juckt mich null. Oh Mann. Sag mal, wird der immer stärker? Yes! Ich finde, die Viecher erinnern so ein bisschen an Dying Light, oder? Sehen so ein bisschen aus wie die Viecher aus Dying Light. Ich habe da immer so einen leichten Vibe. Hey, hier ist wirklich gar nichts. Die geben dir keine Munition, nichts. Du gehst nackt rein und kommst noch nackter raus. Geil. Ja, du gehst hier wirklich leer aus. Gnadenlos bimsen die dich. UJC Dog zu ihren Diensten. Taui gibt's halt. Ich will überlegen, soll ich mir Munition herstellen? 70, ja komm. Drucken! Abgeschlossen. Eigentlich ziemlich preiswert, die Muni. Oh, wir haben ja sogar alle Waffen. Die einen habe ich halt nicht gedruckt, weil ich mir denke, yo, pff, ist schon randvoll. So. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Entnehmen. Alright. Na dann, rein das Ding. Und ab in die Freiheit mit uns. Hoffentlich. Normalerweise bei so einem Boss gibt es immer so ein bisschen was.
Nochmal Drucker-Ding. Jetzt komme ich ja wahrscheinlich nicht mehr zurück, oder? Oh, doch, ich verkaufe das. Einheit online. Direkt weg. Perfekt. Machen wir hier noch weiter. Ein bisschen beim Sturmgewehr und hoffen, dass es geil wird. Danke, Arbeiter. Abgeschlossen. Vielleicht kann es ja später was richtig Geiles. Vielleicht ist das Sturmgewehr ja wirklich Porno. 4-5. Uff. Mal sehen, ob wir das noch hinbekommen. Wird tight. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. Ach, schon wieder die Ansprache. Ey, mittlerweile glaube ich, der Typ ist nicht real. Irgendeine Drecks-KI. Gehst du weg? Oh, ich habe keine Muni drin. Oh no! Ey, gibt es nicht. Jetzt werde ich hier wirklich nochmal kurz vor knapp von dem Typen gekillt, weil ich keine Muni drin hatte. Na gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Wir werden bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen und tschüss.